Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Timli Tech Talk, unserer Show, in der wir uns über digitale Transformation durch Asset Tracking unterhalten. Ich freue mich sehr, euch heute eine enge Kollegin von mir vorzustellen, Jennifer Ritz. Jenny ist Senior Content Marketing Managerin bei Timli und arbeitet eng mit unseren Kunden zusammen, um euch Inhalte darüber zu bringen, wie man Prozesse und vieles mehr durch digitale Inventarverwaltung optimieren kann. Jenny, willkommen. Schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Sollen wir losstarten? Ja, let's go. So, Jenny, worüber unterhalten wir uns heute? Ja, heute würden wir uns gerne über das Thema Inventarverwaltung im Bildungswesen unterhalten. Im Bildungswesen ist sehr interessant, weil du hast ja Gymnasiallehramt studiert. Ich habe jahrelang bei der Universität von London gearbeitet. Deshalb liegt uns das Thema, glaube ich, so ein bisschen am Herzen. Aber warum ist Inventarverwaltung im Bildungswesen so interessant? Für uns ist es interessant, weil es so viele diverse Use Cases und Anwendungsfälle in diesem Bereich gibt. Okay. Es gibt den man erwartet, das Thema IT. Es gibt aber auch viele verschiedene andere Anwendungsfälle, die genauso spannend sind. Okay, fangen wir mit dem Offensichtlichen an, IT Asset Management. Erzähl uns mal so ein bisschen darüber. Wie wird so ein digitales Asset Tracking Tool angewendet bei einer Universität, in einer Schule, auf einer Hochschule? Und dann kommen wir zu den mehr speziellen Anwendungsfällen. Also das Thema IT Asset Tracking, das heißt das Tracking von allen IT-Geräten, seien es Computer, Tablets, aber auch Drucker oder andere Büro-IT, ist auch im Bildungsbereich einfach sehr bedeutend, weil so viele IT-Geräte rausgegeben werden, auch an Schüler. Natürlich, durch Covid wurde das Thema noch wichtiger, weil wir wissen, wie viele Geräte, vor allem Tablets, an Schüler rausgegeben wurden. Und wir wollen diesen Schulen, Einrichtungen einen Weg geben, diese Assets zu tracken. Nicht nur die IT-Geräte selbst, sondern auch die Software, die auf diesen IT-Geräten eingebaut ist. Das heißt, du musst sowohl Assets als auch Personen in deinem Asset-Tracking-Tool haben. Da kommen wir nochmal drauf zurück auf das Thema, wie man Personen mit Assets verknüpft. Aber lass uns nochmal auf das Thema spezielle Anwendungsfälle zurückgehen. So, was hast du da für kreative Anwendungsfälle gesehen? Da gibt es tatsächlich einige. Ein Beispiel ist natürlich im Bildungswesen das Thema Lehrmaterialien, Bücher etc. Wir haben einige unserer Kunden, die sehr kreativ mit diesem Thema umgehen und diese Lehrmaterialien tatsächlich kategorisieren. Also nicht nur tracken, wo befinden sich welche Materialien, welche Bücher, sondern diese auch total detailliert kategorisieren. Zum einen für jede Fakultät, aber auch innerhalb der Fakultät, für die verschiedenen Bereiche, für die verschiedenen Räume, für die verschiedenen Fächer, für die verschiedenen Dozenten. Und das heißt, sie organisieren ihre Materialien so, dass sie so quasi eine Database haben. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass ich all meine Materialien in meinem Asset-Tracking-System habe, sondern ich kann auch sehen, für dieses Fach, was ich für Materialien habe zum Beispiel, was für Bücher, was für Multimedia und so weiter. Genau. Ein weiteres Beispiel, was wir haben, was hier auch interessant ist, ist das Thema Berufsschule. Wir haben einige Berufsschulen bei uns als Kunden und in einer Berufsschule ist es so, dass es verschiedene Lerngruppen auch geben kann und in Timli können die Dozenten oder die Lehrer diese Lerngruppen auch unterteilen. Das heißt, sie haben in ihrem Profil ihre Informationen, die sie möchten, aber dann auch Container, die diese Gruppen abbilden. Das heißt, ich bin Lehrer A und ich habe 5 verschiedene Lerngruppen und innerhalb von jeder Lerngruppe habe ich IT-Assets oder Schüler oder Verweise auf bestimmte Räume. Und der Grund, dass Timli einfach das Nonplusultra-Tool ist, ist, weil es alles abdeckt. Okay. So habe ich zum einen eine normale digitale Personalakte, wo für jeden Schüler, Dozenten, Mitarbeiter Informationen hinterlegt sind, wie zum Beispiel Startdatum, Enddatum, wann verlässt dieser Schüler die Schule. Und dadurch kann ich auch bestimmte Aktionen triggern. Das heißt, wenn ich einstelle, das ist das Enddatum, das ist das Datum, an dem der Schüler die Schule verlässt, dann kann ich in Timli direkt antriggern,
dass dadurch auch verschiedene Aktionen passieren müssen. Bitte gib uns unsere Materialien genau, zurück. Er muss eben die Assets, ja, die er hat, für die er unterschrieben hat, die muss er zurückgeben. Okay. Zusätzlich dazu sehe ich in diesem Profil einfach alles, was der Schüler bereits hatte, auf welche Defekte er aufmerksam gemacht hat. Das kann ich alles in der digitalen Personalakte sehen. Wir kommen dann gleich auch nochmal vielleicht auf das Thema Defekte zurück. Aber wir haben gerade gesagt, okay, du kannst deine Materialien per Fakultät und Fach und so weiter organisieren oder halt Person. Was ist mit Standorten? Ja, Standorte ist ein großes Thema, vor allem für Universitäten und Hochschulen, weil diese oftmals in Deutschland oder auch Österreich und der Schweiz sehr verteilt sind in einer Stadt. Und gerade dann ist es wichtig, einen Überblick zu haben, wo sind diese Gebäude und welche Räume sind in diesen Gebäuden, weil erst dann verstehe ich ja auch, wo diese Assets sich befinden. Das hilft auch, wenn man dann später Überlegungen macht, welche Maschinen brauche ich in welchem Gebäude? Weil wir haben eine Kalenderfunktion. In der Kalenderfunktion kann ich Maschinen, Assets reservieren. Und wenn ich als Administrator dann sehe, diese Maschine bewegt sich immer zwischen Gebäude A und B und A und B sind aber Kilometer voneinander entfernt und das ist viel Aufwand, dann kann ich zum Beispiel auch die Entscheidung treffen, wie wäre es, jedes Gebäude bekommt diese Maschine. Ja, das heißt, du hast dann so Daten über deine Nutzung. Genau. Und kannst das dann auch wirklich so für deine Planung und für deine Entscheidungen dann auch nutzen. Ja. Was ist mit Facilities Management? Kann Timly bei sowas auch helfen? Ja, wir haben auch viele Hausmeister, die dann unser Tool benutzen. Thema Gebäudereinigung, Thema Defekte. Da kann Timly auch wieder Accountability schaffen, aber auch einfach Prozesse triggern, wie jährliche Inspektionen, wie andere Wartungen, die durchgeführt werden müssen. Die können alle in Timly veranlasst und auch getrackt werden. Ja, und da kommt dann wahrscheinlich auch so das Ticketsystem ins Spiel. Du hast ja vorhin Tickets erwähnt und Defekte. Erzähl uns mal ein bisschen mehr darüber. Ticketsystem ist wahrscheinlich jedem ein Begriff. In Timly ist es besonders, weil es ein allumfassendes System ist. In Timly können Tickets erstellt werden, zum Beispiel wenn Wartungen durchgeführt werden müssen. Diese können auch automatisch getriggert werden. Was das Timly-Ticketsystem aber so interessant macht, ist, dass genauso einfach auch Defekte gemeldet werden können oder Mängel. Wir können gerne ein spezifisches Anwendungsbeispiel hier uns überlegen, in einer Schule, in der Tablets an die Schüler verteilt werden. Ein Schüler hat digital unterschrieben, dass er dieses Tablet erhalten hat und dass diese Software aus diesem Tablet ist. Dann kann man zum Beispiel ein Ticket erstellen, dass die Software nach 2 Jahren erneuert werden muss. Dann bekommt er eine automatische Notifikation. Wenn diesem Schüler dann zu Hause auffällt, nach einiger Zeit, der Laptop, das Tablet geht nicht, dann kann er ganz leicht ein Ticket erstellen, sagen, Tablet-Defekt, kann ein Bild machen vielleicht von dem Defekt, wenn es ein äußerlicher Defekt ist. Und dieses Ticket wird automatisch der Person zugewiesen, die dafür verantwortlich ist. Und wie flexibel ist dieses Ticketsystem? Kann ich das individuell einstellen, sodass es wirklich so zu meinem individuellen Anwendungsfall passt? Ja, also wir beraten tatsächlich die Einrichtungen in diesem Fall und unsere Kunden allgemein sehr intensiv, was das Ticketsystem alles für sie übernehmen kann. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man Krankmeldungen in dem Ticketsystem macht. Das heißt, man muss keine E-Mail mehr schreiben an Human Resources. Von Lehrern oder? Ja, okay. Zum Beispiel. Okay. Da ist man auch flexibel. Das heißt, die Personalabteilung braucht nicht mehr 4 verschiedene Tools, um alles zu handhaben. Okay. Sie müssen bei Schulen, sie müssen keine Telefonate mehr entgegennehmen. Muss ich anrufen, Chef, ich komme heute nicht? Nee, und man muss auch nicht anrufen und sagen, meine Tochter ist heute krank. Man kann das alles in Timly machen, wenn man diese Option nutzen möchte. Ja, sehr, sehr interessant. Das heißt wirklich so ein hohes Level an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit dann auch, was wirklich sehr wichtig ist, weil ja keine 2 Schulen auch gleich sind, keine 2 Universitäten gleich sind. Genau, also Anpassungsfähigkeit ist für uns sehr, sehr wichtig. Wir wollen unseren Kunden allgemein, aber auch im Bildungssektor helfen, Zeit zu sparen, Geld zu sparen und einfach Einfachheit in das Arbeiten reinzubringen. Ja. So, Jenny, ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Ja.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir vor der Kamera zu unterhalten. Wir reden ja täglich hinter den Kulissen. Liebe Zuschauer, ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Und wenn euch unsere Show gefällt, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren auf YouTube und folgt uns auf LinkedIn. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, happy tracking!